Wir wollen die Leerbespannung einer galvanischen Zelle berechnen. Die galvanische Zelle besteht aus einer Sauerstoffelektrode und einer Silberelektrode. Wir betrachten zunächst die Silberelektrode. Das ist eine Elektrode erster Art. Hier haben wir die Durchtrittsreaktion, die wir zum Beispiel in der Spannungsreihe nachschauen können. Wir stellen die Nernst'sche Gleichung auf und setzen die entsprechenden Zahlenwerte ein. Die 0,80 sind das Standardpotential von Silber. Die Konzentration des Silberions ist 0,0001 Mol pro Liter. Die Konzentration des Silbers metallisch entspricht dessen Molenbruch. Wir erhalten ein Redoxpotential der Silberelektrode von 0,56 Volt. Für die Sauerstoffelektrode können wir diese Durchtrittsreaktion formulieren. Die entsprechende Nernst'sche Gleichung ist hier dargestellt. Wir setzen die entsprechenden Werte ein. 1,23 Volt für das Standardpotential. Dem pH-Wert 7 entspricht eine Protonenkonzentration von 10 hoch minus 7 zum Quadrat mit 10 hoch minus 14. Die Sauerstoffkonzentration entspricht dem Partialdruck in bar. Die Wasserkonzentration entspricht dem Molenbruch von Wasser. Wir erhalten ein Redoxpotential von 0,82 Volt für die Sauerstoffelektrode. Damit haben wir beide Elektroden quantifiziert. Die Silberelektrode mit 0,56 Volt und die Sauerstoffelektrode mit 0,82 Volt. Die Sauerstoffelektrode hat das höhere Potential, ist also der Pluspol, ist also die Kathode. Wenn Elektronen fließen, dann fließen sie von der Anode zur Kathode, zum höheren Potential hin, zum höheren Elektronensog hin. Die Silberelektrode ist die Anode. Hier findet die Oxidation statt, Silber löst sich auf. Die Sauerstoffelektrode ist die Kathode, hier findet die Reduktion statt, Sauerstoff wird reduziert. Die Leerabspannung, die wir messen können, entspricht Kathodenpotential minus Anodenpotential 0,26 Volt. Die gesamte Reaktion, die abläuft, erhalten wir, indem wir Anoden- und Kathodenreaktion in richtiger Weise addieren. Sauerstoff oxidiert Silber zu Silber plus und Wasser.